willkommen zum Ukulelenkurs der Kreisvolkshochschule Northeim, der ab dem 21. März in Uslar stattfinden wird. Mein Name ist Hans-Georg Loger und ich möchte euch heute ein wenig über diesen Ukulelenkurs erzählen. Die Ukulele ist ein kleines, schönes, ganz tolles Instrument. Und dieses Instrument kann man sehr, sehr leicht erlernen. Die Anfänge auf diesem Instrument sind sehr, sehr einfach. Die allerersten Akkorde, zum Beispiel ein F, kann man mit einem Finger greifen. Das ist ein C7. Dann könnte man schon Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Sie merken, ein Finger, man kann gleich zwei Akkorde spielen. Sowas lernt man wirklich schon in der ersten, in der zweiten Stunde. Und deswegen, also es ist ein Instrument, das macht wirklich sehr, sehr viel Freude. Natürlich ist es auch so, dass man nicht nur diese ganz einfachen Sachen mit der Ukulele spielt, aber so fängt man erstmal an. Und selbst wenn ich jetzt auf der Ukulele noch gar keinen Akkord richtig greife, sondern nur so mache, dann klingt es sehr hell, sehr fröhlich, so ein ganz tolles Instrument. Auch eine schöne Alternative zur Blockflöte. Weil man kann mit einer Ukulele natürlich nicht nur Akkorde spielen, also Liedbegleitung, sondern man kann auch einzelne Töne spielen. Also ich spiele mal eine C-Dur-Tonleiter. Und damit, ich habe ja gerade die Blockflöte erwähnt, haben wir einen ähnlichen Tonumfang wie auf einer Blockflöte und wir können auch einfache Songs auf der Ukulele relativ schnell lernen. Zum Beispiel Kuckuck. Von vielen. Prinzipiell können wir auf einer Ukulele jedes Lied spielen, was wir auf einem anderen Instrument auch spielen können. Natürlich ist der Tonumfang etwas begrenzt und man kann eine Ukulele jetzt nur bedingt mit einem Klavier vergleichen, das ist schon klar. Aber man kann viele tolle Sachen mit der Ukulele spielen und die fortgeschrittenen Spielerinnen und Spieler lernen dann Fingerstyle, Fingerpicking, sowas zum Beispiel. Verbunden mit einer Melodie. Zum Beispiel. Ihr seht schon, mit der Ukulele kann man alles Mögliche anstellen. Das ist auch ein ganz tolles Instrument, was man immer mit dabei haben kann, wenn Party angesagt ist und man kann am Lagerfeuer mitspielen. Für Lehrerinnen und Erzieherinnen und Lehrer und Erzieher natürlich auch. Auch ein sehr interessantes Instrument im Unterricht. Und genau diese Berufsgruppe möchte ich jetzt nochmal explizit ansprechen. Das ist also sehr, sehr interessant, so ein Instrument im Unterricht einzusetzen, weil man hat es immer dabei und es setzt sich auch gegen mehrere Schüler, die ein bisschen Lärm machen, ganz gut durch. Sie merken schon, das ist schon ganz schön laut. Und wie gesagt, man kann alles Mögliche mit diesem Instrument anstellen. Und jetzt gibt es natürlich, klar, ein bisschen Werbung. Sie haben die Gelegenheit, dieses schöne Instrument zu erlernen. Und zwar an der Kreisvolkshochschule Northeim in unserem Ukulelenkurs, der am 21. März um 19 Uhr in Uslar starten wird. Ich freue mich, wenn ich Sie dann am 21. März um 19 Uhr in Uslar zum Ukulelenspielen begrüßen darf. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.